Was kann man tun, wenn du auf einen akut suizidgefährdeten Menschen triffst? Sprich ihn direkt und ungeschönt darauf an. Frage: Willst du dir das Leben nehmen? Mach das ruhig und sachlich. Du musst keine Angst davor haben, dass deine Frage den Suizid provozieren könnte, weil in aller Regel stellt es für einen suizidgefährdeten Menschen eine Entlastung dar, mit einer anderen Person über die quälenden Gedanken sprechen zu können. Ein kurzes Gespräch darüber reicht aber vielleicht nicht aus. Ist es ein Freund oder eine Freundin von dir? Dann bleib doch einfach über Nacht. Biete an zu bleiben, zu kochen und über alles zu reden. Mach dir aber klar, dass du kein Therapeut bist und diesen auch nicht ersetzen kannst. Deshalb sollte professionelle Hilfe hinzugezogen werden, und zwar so früh wie möglich. Deshalb solltest du den Menschen dabei unterstützen, Hilfe zu bekommen. Übernimm die kräftezehrende Arbeit des Abtelefonierens von Therapeuten und schreibe jeden Psychotherapeut im Umkreis von 50 Kilometer an. Du kannst dir auch in den Kliniken Notfallnummern geben lassen. Viele davon findet man auch im Netz. Es ist wichtig, dass du auch über einen längeren Zeitraum für den Menschen sorgst. Zeige deinem Gegenüber, dass du für ihn da bist. Übernimm in einer akuten Situation Verantwortung für den anderen. Das ist nicht leicht, das weiß ich. Begleite ihn oder sie zum Arzt oder in die Klinik. Nachts kann das die psychiatrische Notfallambulanz sein. Aber auch ein ärztlicher Notdienst kann helfen. Das Wichtigste bei akuter Suizidalität ist immer, dass dieser Mensch nicht alleine in der aussichtslosen Situation bleiben muss. Manchmal fühlen diese Menschen Scham und Schuldgefühle und wollen sich einer anderen Person nicht anvertrauen. Versuche, dieses Gefühl abzubauen. Und wenn ein Mensch unmittelbar von Suizid bedroht ist und in keiner Weise mehr über ein Gespräch erreichbar ist und nicht bereit ist, gemeinsam Hilfe aufzusuchen, so sollte zu seinem Schutz der Notarzt verständigt werden. Berichte dem Notarzt genau von der Situation und lass den betroffenen Menschen bis zum Eintreffen des Arztes nicht allein. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich Menschen angebettelt habe, dass sie die Polizei holen sollten, weil ich mehrfach hintereinander hörte: Ja, aber was, wenn du nicht recht hast? Niemand, und das waren einige, haben sich selbst die Frage gestellt: Ja, was, wenn er recht hat? Diese Leute haben die Furcht, sie könnten sich blamieren, über das Leben eines anderen gestellt. Das macht mich echt immer noch sauwütend, wenn ich dran denke. Am Ende wurde die Frau Gott sei Dank gefunden und selbst bei der Polizei musste ich laut werden und auf Trees of Memory hinweisen, bis sie nach quälend langen Minuten, die sich echt wie Stunden anfühlten, endlich einen Streifenwagen losschickten. Die Frau hat Gott sei Dank überlebt. Das Wichtigste in einer akuten Notlage ist immer Zeit zu gewinnen. Der Wunsch zu sterben ist fast immer nur ein vorübergehender Zustand. Auch bei schwierigen Lebenssituationen kehrt der Lebensmut oft wieder zurück. Und für den Helfer ist es ganz wichtig zu wissen und das für sich anzunehmen, dass wenn du alles getan hast, was in deiner Macht stand, alles, was du in diesem Moment aufgrund deines vorhandenen Wissens tun konntest, wenn du all das getan hast und sich die gefährdete Person trotzdem das Leben nimmt, musst du wissen, dass du das Bestmöglichste getan hast und nicht wissen konntest, dass das Bestmögliche manchmal nicht reichen wird. Du trägst keine Verantwortung für die Folgen einer Krankheit und vor allem dann nicht, wenn sich die Person nicht helfen lassen wollte.